Ich denke, das wollten auch die meisten sehen, da, naja, beim Rest gibt es nicht wirklich viel Action, außer natürlich bei der Hauptstoryline vielleicht. Eine Ratte, die intrigant heißt. Ja. Ein Buch. Na, unnütz. Hey du. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Uchiwa mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Warum magst du mich nicht? Aber das Zauber. Tis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Wow. Mann, chill, was ist los mit dir? Schwarzer Winter, das hört sich doch gut an, aber es bringt mir nichts. Naja. Leichtes Schloss auf Berührung öffnen, das ist gemütlich. Unsichtbarkeit, eure Magie reicht nicht aus. Nein. Okay, ich glaube, ich werde da noch ein bisschen Illusion trainieren müssen. Infravision, jawohl. Nice. 150 Sekunden, nice. Ja, okay. Her damit. Warum nicht? Chamäleon, also die haben wirklich alles, was ich brauche. Alles für Stealthkins, wie es aussieht. So, mal gucken. Was haben wir hier noch? Ja, ja. Puh, das hier. Mal gucken, also ich brauche dafür 104 Magie. Ja, Ruhe, Katze. Tis, ich habe nicht den ganzen und noch Tag einen verzauberten Zeit. Bogen. Also, wenn das nicht für mich geschaffen ist. Na gut, 11.000 Gold, ja, ein bisschen teuer. Ich glaube, da müssen wir erst noch ein bisschen Geld horten. Übelriechender Affe. Ey! Wie er mich einfach übelriechender Affe genannt hat. Wie er mich einfach übelriechender... Ich muss mich beruhigen. Ich möchte ja nicht gleich, wie nennt man das hier? Exkommuniziert werden? Oder ex-dunkle Bruderschaftisiert? Na gut. Dann wollen wir mal einen Piraten töten gehen. Nein! Gut, durch den Brunnen können wir erst später. Ich glaube, sobald wir ein paar Beförderungen hatten, dann gehen wir eben den langen Weg hinaus. Und ich müsste mir echt bald eine externe Festplatte kaufen. Am besten so ein Terabyte. Das kostet zwar gute 60 Euro, aber das müsste ich machen, wenn ich bessere Videos hochladen will. Die Qualität ist hier zwar nicht schlecht, aber reicht für meinen Geschmack nicht ganz. Und da müsste ich ein paar Mal umwandeln. Müsste die Video-Rohdateien erstmal unkomprimiert hochladen. Unkomprimiert rendern. Und nachdem ich das gemacht habe, müsste ich diese unkomprimierte riesige Datei mit einem Encoder dann halt in H264 umwandeln. So will ich es zumindest mal machen. Ja, mal schauen. Und ich habe sowieso schon seit längerem, glaube ich, eine neue Festplatte nötig. So. Hier ist das Schiff. Wie geht's? Ich grüße euch. In den Geralbergen will niemand leben. Naja, vielleicht in... Und... Ah ja, hier ist die Kiste. Wollt ihr euch in der Kiste stecken? Nein. Aber die sind wie die Nords. Sie spüren die Kälte. Ich will nämlich gucken... Ich glaube, wenn ich das Schiff normal betrete, dann gehen die auf mich los. Aber ob ich den Sprung hier schaffe? Nein, nicht verstecken. Ja, probieren wir das einfach mal. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Hup! Nice, nice, sehr nice. Nein! Sehr schweres Schloss. Oh Gott. Oh shit. Okay, ja, probieren wir das einfach mal. Yes! Ha! Boah, wow, was für ein Skill! Mit einem Dietrich. Habt ihr das gesehen? Hoffentlich hat er mich noch nicht gesehen. Ich glaube aber schon.
Bau! Pow! Gut, ich habe es nicht mit dem Bogen gemacht. Hier wäre es auch ungeschickt mit dem Bogen gewesen. So. Oh Scheiße, da klopft schon jemand an der Tür. Gib mir deinen Schlüssel, gib mir dein Gold, gib mir das Buch Wollüstige Zimmermädchen. Den Nürnwurz. Und tschüss. Ganz stealthy und hopp. Und tschüss. Oh, noch ein Nürnwurz. Haha. Na, na, wie hat euch das geschmeckt? Ich habe mich nicht in der Kiste versteckt, ich habe das ultra geskillt gemacht. Wie viel Mana habe ich eigentlich? Dieser Unsichtbarkeitsspell hat mich 100, würde mich theoretisch 104 Mana kosten. Erst 80. Okay. Für Infravision brauche ich 50 Mana. Und wie hoch ist mein Illusionsskill? Ach, da ist er ja. 35, okay. Ach ja, ich habe plus 10 Bonus. Ich habe eigentlich 25. Ja, okay, gut. Gut. Dann wollen wir mal wieder zurück. Irgendwie war es das schon. Das war ein bisschen, ja. Kein wirklicher Höhepunkt in dem Kampf. Ich glaube, wenn man in die Kiste einsteigt, dann wird man halt an Bord getragen in der Kiste und muss sich dann durch die ganzen Wachen im Schiff durchmetzeln. Also die Wachen, die jetzt gerade eben an die Tür geklopft hatten und zum Captain rein wollten, weil sie irgendwas gehört haben. Aber wenn man das so geskillt wie ich macht... Und ich war jetzt selbst überrascht, ganz ehrlich gesagt, dass ich mit einem einzigen stinknormalen Dietrich das Schloss wirklich perfekt geknackt habe. Das hat mich gerade eben selbst etwas verblüfft. Und das war auch noch ein sehr schweres Schloss. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich jemals besonders gut im Schlösserknacken war. Ja gut, speichern wir mal lieber. Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, muss ich sagen. Und dann wollen wir auch gleich mal wieder die Quest abgeben. Ich dürfte sogar einen Bonus kriegen. Vielleicht sind das diese kleinen Boni, die man kriegen kann. Zum Beispiel kein Boni hätte es gegeben, wenn ich mich durch alle Wachen gemetzelt hätte. Und einen Boni gibt es, wenn ich mich so anschleiche, dass niemand was davon mitbekommt. Wo ist denn der Vampir? Ich bin doch hier richtig, oder? Seid gegrüßt. Habe ich was verpasst? Wie ich sehe, habt ihr den Auftrag von Vicente. Nein, okay, die sagt mir nichts Neues. Nun geschätztes Familienmitglied. Ach, vielen Dank. Möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten. Wie viel Uhr haben wir denn? Ihr könnt nicht mitten in der Luft warten. Alles klar. 9 Uhr nachmittags. Vielleicht ist der schlafen oder auf Jagd oder so. Ja, warten wir mal irgendwie 13 Stunden bis 10 Uhr morgens, ich weiß auch nicht. Schneller, schneller! So. Ah, da ist er ja. Verschwinde nicht! Der Pirat ist also ausgeschaltet. Hervorragend. Niemand wird um ihn trauern und Sitis ist besänftigt. Bitte nehmt dieses schwarze Band als Belohnung. Es ist ein Ring mit Kräften, die jemandem, der Diskretion schätzt, sehr nützlich sein können. Yay, für Schleichen, Schleichen, Schleichen. Leichte Rüstung und Sicherheit. Ja gut. Warum nicht? Ich habe noch gar keinen Ring. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leichte Rüstung ist immer gut zu gebrauchen. Kann ich... Nein, die Hose kann ich nicht anziehen.
Ja gut, die Rüstung gibt zwar wirklich viele Boni, aber es ist halt eine Komplettrüstung. Dafür kann ich keine Hosen und keine Handschuhe mehr und solche Sachen tragen. Deswegen hat sie auch so viel Rüstung gehabt. Nein, schlaf noch nicht. Ich will meinen nächsten Auftrag wissen. Steh auf. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Der Auftrag wartet auf euch. Ihr müsst einen Unfall arrangieren. Tötet das Ziel auf die angegebene Weise und ihr werdet einen beträchtlichen Bonus erhalten. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Das ist immer so nett von denen. Die sagen noch überhaupt nicht, um was es geht. Die sagen nicht, wen man töten muss. Die sagen nicht, wie man ihn töten muss, sondern einfach nur, ja, ihr müsst den und den töten. Auf eine bestimmte Art, nimmst du an. Ja gut, wir wollen das natürlich. Das habe ich erwartet. Gut. Das Ziel ist ein Waldelf namens Banlin. Ihr findet ihn bei sich zu Hause in Bruma. Verschafft euch unbemerkt Zutritt und lasst euch nicht von seinem Diener Grom erwischen. Im zweiten Stock gibt es eine Geheimtür, die zu einem Zwischenraum führt. Dort findet ihr die Halterung eines von der Decke hängenden Kopfes, der direkt über Banlins Lieblingssessel angebracht ist. Löst die Halterung zwischen 20 und 23 Uhr und der Kopf wird auf Banlin fallen, der sich in seinem Sessel entspannt. Wenn ihr Banlin auf andere Weise tötet oder seinen Diener Grom umbringt, ist der Bonus verwirkt. Geht jetzt, möge Sitis mit euch sein. Okay. Kreativ, muss ich sagen. Kreativer Auftrag. Mach, dass ihr wegkommt. Du bist immer so unfreundlich zu mir, ich mag dich auch nicht. Ja, genau du, Katze. Auch wenn ich mir überlegt habe, am Anfang eine Katze zu spielen. Aber ist mir jetzt egal. Ich mag die Katzen nicht mehr. Blöde Khajiit. Er mag mich nicht. Und will mir seine Zaubersprüche und alles teurer verkaufen. Puh. Puh. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Und es geht immer weiter und weiter. Dann, ich könnte eigentlich wieder die ganzen Rüstungen verkaufen. Wo war denn nochmal Bruma? Ah ja, da oben. Ah ja, das Chaosdorf, wo ich es 10-mal versaut habe, ein passendes Opfer zu finden, um überhaupt von der dunklen Bruderschaft bemerkt zu werden. Aber gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Schön im Kompass folgen. Benötigt ihr etwas? Nein. Okay, das ist abgeschlossen, wie erwartet. Der berühmte Hintereingang vielleicht, irgendwo. Aha. Eier. Ah, ja.